Einen wunderschönen Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem schönen Kanal. Und heute, liebe Leute, neue Folge Friends and Cars mit einem super besonderen Auto. Ihr habt es schon im Titel gesehen, ihr habt es euch gewünscht, gerade die Leute aus den Livestreams, die wissen Bescheid. Heute seht ihr endlich die Kiste von diesem Mann. Yeah! Yeah oder Jens? Yeah! Ich habe euch schon gesagt, es ist die abgefahrenste Kiste, die ihr in eurem Leben jemals sehen werdet. Und diese Bude schauen wir uns jetzt zusammen an. So, jetzt habt ihr das Ding gesehen und ich muss sagen, ich kenne das Auto ja schon, ne? Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Aber jedes Mal, wenn ich davor stehe, ich bin wirklich jedes Mal wieder geflasht. So ein geiles Teil, wirklich. Leute, schreibt schon mal in die Kommentare, habt ihr schon mal so eine geile Kiste gesehen? Schon mal direkt Like da lassen, auf jeden Fall. Jens führt uns jetzt einmal ein bisschen rum, weil da ist ja so gut wie nichts Original an der Kiste, ne? Ja, hier haben wir meinen VW Golf Plus und muss sagen, ich fahre den ja jetzt schon ein paar Jahre und das war immer mein großer Traum und dann habe ich ihn mir endlich mal erfüllt und seht selber an, das Auto. Also, was soll ich dazu noch sagen? Ja, vor allem, also ganz ehrlich, ich finde es geil, dass du dir deinen Traum erfüllt hast mit diesem Auto. Und dazu muss man sagen, die Dinger sind ja wirklich mittlerweile echt selten geworden. Wie hast du das überhaupt geschafft, so ein Ding zu finden? Wie lange hast du den jetzt? Ja, den habe ich jetzt schon 10 Jahre, ne? 10 Jahre? 2011? Sind das schon 10 Jahre? Also, nein. Doch? Das Auto ist schon 10 Jahre alt. Ist das Auto schon 10 Jahre alt? Das Auto ist schon 10 Jahre alt. Aber wie die Zeit vergeht. Ja. Oh. Aber mal ehrlich, also ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, die Dinger sind ja ultra selten geworden, siehst du kaum auf den Straßen. Wo hast du das Teil her? Ja, also ich habe mir keine Kosten und Mühen gescheut und bin bis nach Wolfsburg gefahren und habe den geholt. Echt? Ja, krass. Direkt aus dem Werk geholt und... Also wenn schon, dann volle Kanone, ne? Ja. Wir gehen aufs Auto an sich jetzt mal von außen drauf ein. Den Rest beschnacken wir gleich im Auto, weil es liegt Schnee in Hamburg, ist ultra selten gefühlt, das erste Mal seit 3 Jahren oder so, ne? Ja. Also wirklich selten. Und gehen jetzt mal von außen drauf ein, weil, mal ehrlich, an der Bude ist so gut wie nichts original. Das hat 22 Zoll, ne? Oder ja. Was ist das? 22, Alter, ey. Also mal, die Karre ist schon echt fett von sich aus, aber da 22 Zoll drauf zu knallen. Was hast du? War nicht einfach, den auch einzutragen, also. Ja, glaube ich dir. Aber du kennst ein paar TÜV-Prüfer, ne? Ja. Gute Kontakte sind immer gut in der heutigen Zeit. So, das sollte eigentlich jedem auffallen, wenn man den von außen sieht, das ist wenig original. Was hast du alles verändert? Felgen haben wir ja schon angedeutet, ja. Überall verchromt, ne? Zum Beispiel hier, er ja, sieht halt ultra edel aus. Ich meine, das Auto an sich ist ja schon teuer, aber das, puh. Und wenn du die Spurverbreiterung hier noch siehst, ne? Boah, Alter, ja, das ist... Musst du die Radläufe nochmal ausbürteln, damit das vom TÜV-Prüfer wieder hinkam. Ja, dann die Rückleuchten, andere. Boah, krass, ey. TSI, das ist auch die größte Motorisierung, ne? Ja. Also, was ist da unter der Haube? Na, da sind 3 Liter drin, ne? Aber gibt's auch nicht original so. Musste ich auch einiges tricksen und machen. Ich hätte dich ja so eingeschätzt, dass du eher so auf Verbrauch oder so achtest, aber mal echt 3 Liter. VR6 ist das, ne? Ja. Das ist krass, das ist echt heftig. Aber was Verbrauch? Irgendwo muss man doch Spaß haben, oder? Ja, sicher, definitiv. Das geht nur so. Ich finde auch meinen Pflegezustand einfach. Optimal, keine Beule, kein Kratzer. Ist das erst Lack oder hast du da was gemacht? Nein, alles erst Lack. Boah, Leute, ey, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr mal so einen guten Lack gesehen? Das ist echt pervers. Und das kommt in dieser Sonne so geil rüber gerade. Ich meine, guckt euch das mal an. Hier ist nix, Leute, hier ist gar nix. Dann guck mal hier, die Zehnern an, ne? Heftig, ey, ohne Scheiß. Vorne auch wieder verchromt.
Also ohne Scheiß, man sieht echt, du hast da wirklich, also ich bin ehrlich, ich persönlich hätte das Geld gar nicht, um mir so eine Karre zu kaufen. Bin ich weit von ab, aber dass du dann wirklich überall noch diesen krummen Rand klopfst, ich kann mir ungefähr vorstellen, was das kostet. Heftig. Wollen wir mal vorne reinschauen? VR6. Sagen, ne? Krass, ey. Dieser Motor, du hast ja kaum noch Platz im Motorraum, ne? Nee. War auch schwer, ihn reinzubekommen, also. Gut, das Problem hast du öfter, ne? Ja. Gut, klar, ich meine, als junger, erfolgreicher Mann, man kennt das, ne? Aber das siehst du auf den ersten Blick, hier ist auch was gemacht, ne? Wir haben hier, was haben wir, 3 Liter VR6. Was hast du alles gemacht an dem Auto, an dem Motor? Ja, nochmal eine schärfere Nockenwelle eingebaut, damit wir nochmal ein bisschen mehr Leistung haben. Wo steht er jetzt, bei wie viel PS? Also ich muss nochmal auf den Leistungsprüfstand, aber so bei 550 sollte er schon sein. 550 PS? Ja. Bruder, da muss ich aber, da bist du auch schnell weg von. Da musst du jetzt auf dem Glatteis ganz gewaltig aufpassen. Ne? Darf ich fahren? Natürlich. Okay, Mann, ich bin noch nie so eine krasse Kiste gefahren, ernsthaft. Ja, kriegen wir hin. Meinst du? Ja. Okay, langsam. Ne? 550 PS, 3 Liter, heftig, ey. Krass. Und natürlich Service immer rechtzeitig gemacht. Ölwechsel mache ich auch lieber alle 5000. Machst du selber, ne? Natürlich. Ja, ja, klar. Lässt da nicht irgendwie dran, ne? Ach, besonders nicht dich. Nee, gut, das ist klar. Aber mal ehrlich, ihr kennt das ja. Wenn ihr wirklich ein seltenes Auto habt und ihr liebt das, ihr habt eine richtige Beziehung zu der Kiste, da, wenn man es selber machen kann, macht man es natürlich. Erstmal wegen dem Geld, Nummer eins. Und du lässt halt nicht irgendeinen dran, der da die Karre fertig macht. Kann ja sonst was mit passieren, ne? Ich würde sagen, es ist kalt. Ich bin mal gespannt. Wollen wir mal rein und fahren? Auf jeden Fall. Ihr wollt das sicherlich hören. Ich gehe mal hinten rechts in den Auspuff. Du schmeißt die Bude mal an. Muss ich Sicherheitsabstand halten? Kommt da irgendwas rausgeflogen? Mal lieber. Bisschen weiter zurück lieber, ja, ne? Freunde. So, schmeiß an die Orgel hier, Alter. Boah! Boah, Junge! Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir kennen uns ja schon echt ein bisschen länger. Auto ist mir ja jetzt nicht unbekannt, aber ich bin noch nie mitgefahren. Ich saß noch nie drin. Das ist echt das erste Mal. Meine Jacke schmeiße ich einfach auf den Ball hinten rein hier, ne? Ja. Digga, warum hast du hier zwei Kindersitze, Alter? Weil ich zwei Kinder habe. Du hast zwei Kinder? Ja, Chantal und Kevin. Ernsthaft jetzt? Ja. Habe ich das dir nie erzählt? Weißt du, da denkst du, du kennst den... Jetzt, hast du echt zwei Kinder? Ja. Chantal und Kevin? Ja. Jetzt kein Witz. Soll ich denn Kindersitze rumfahren? Ich habe keine Ahnung, ich wundere mich. Wo soll ich denn jetzt meine... Das ist noch von deinem ersten Auto hier, oder was? Ja. Sag mal, hast du irgendwie... Freue mich ja immer noch von. Hast du irgendwie ein Alkoholproblem oder so? Alkohol? Nee, warum? Keine Ahnung. Ja, dann schmeiß ich das hinten rein hier. Digga, was geht denn bei dir ab, Mann? Women's Health, Brigitte, AOK, mein Rücken, so eine verschissene Yogamatte. Was ist denn los mit dir, Alter? Was muss man auch für seine Gesundheit tun? Digga, du bist Anfang 30, Mann. Eine verkackte Yogamatte hier. Oder was hast du? Frisch oder was? Ja, du hast kein Alkoholproblem, alles klar. Ich sag da nichts zu. Komm, wir fahren jetzt einfach. Digga, was? Digga, vegane Maultaschen? Ja, muss ich. Meine Freundin, die steht da voll drauf auf dem veganen Trip jetzt. Ist ja modern. Wir haben doch vorhin erst eine Currywurst zusammen gegessen. Muss man doch nicht alles. Nee, jetzt mal ehrlich, was machst du mit den veganen Maultaschen? Ey? Sie verlangt das. Dass du darfst kein Fleisch mehr essen, oder was? Ja, muss Fleisch aufhören. Fällt aber noch schwer, ne? Jetzt ohne Scheiß? Ja. Digga, was bist du für eine Das wusste ich gar nicht. Von wegen kein Alkoholproblem, ne? Digga, ey. So, jetzt sitzen wir hier. Auch, was direkt, finde ich, auffällt vom Innenraum her. Junge! Ist das nicht geil? Ja, du fährst auch echt wie ein ne, muss ich echt mal sagen. Das ist lustig, wir sind noch nie zusammen Auto gefahren und ich habe jetzt schon Schiss, ey. Ich bin eh ein schlechter Beifahrer, aber... Ey, jeder guckt nach der Kiste, ne? Ist ja. Das normal? Guckt alle eine, der also... Unerkannt rumfahren ist hiermit nicht. Kannst vergessen, ne? Ja. Krass, ey. Ja, ey, ohne Scheiß Zustand, ne? Was hast du gesagt, was ist das im Baujahr 2011? Ja. Erste Hand eben, ne? Erste Hand? Ja. Ich meine, ihr seht das wahrscheinlich selber in der GoPro. Ey, Digga, aber mal ehrlich, die Kindersitze müssen weg, Mann. Du fährst hier rum wie der letzte Das kann doch nicht sein. Ist dir das nicht peinlich? Nö. Warum? Weißt du, wir verabreden uns hier zum Videodreh und ich denke mir, du machst die Bude nochmal schick. Hier alles voller Bierdosen und irgendwelche verkackten Kindersitze da hinten drin. Dass du dich so der Öffentlichkeit zeigen willst, ist echt peinlich. Aber wurscht, deine Sache. Ja, innen drin alles geil. Du hast das große Navi am Start. Ja.
Ich zeige das hier einmal, das große Navi. Ja, Navi, Radio, USB, SD-Karte. Sitzheizung, Sitzlüftung hast du, Zwei-Zonen-Klima hast du natürlich. Schiebedach wäre natürlich geil, aber ich habe mich mal schlau gemacht. Was so ein Ding mit Schiebedach kostet, da bist du ja mal easy bei 20 Mille mehr. Ja. Sind wir schon beim Thema. Magst du über den Preis reden? Du hast ihn vor 10 Jahren gekauft. Ja. War dein großer Traum? Natürlich sage ich das. Aber soll ich schätzen? Schätzen wir ja. Ich weiß, die Dinger werden ultra hoch gehandelt, weil halt, wie gesagt, sehr selten mit der Außenfarbe, mit dem dicken Motor. 3 Liter V6, 550, gut, das ist nicht Serie. Also die PS hast du was gemacht. Ich würde mal schätzen 20.000, 25.000. Ach, da kommst du noch lange nicht hin. Echt nicht? Nein. Ich habe schon ein halbes Monatsgehalt ausgeben müssen. Okay, was heißt das? Ja, 60.000 waren das schon. 60.000? Ja. Du, man hat nur einen Traum. Ja, das, ich verstehe es ja, das ist alles richtig, aber ganz ehrlich, so viel Geld hätte ich nicht überall. 60.000 Euro? Alles und dann hast du die... So schnell wieder drin. Klar, das ist ein geiles Auto, definitiv, aber du hättest auch, weiß nicht, ich glaube, ich hätte zu viel Schiss, mit so einem Auto zu fahren. Ich hätte Schiss, das wird mir geklaut. Und ich habe auch nicht so die Böcke, dass mich jeder Hans und Franz, jeder hier anguckt und sich denkt, was bist du für... Warum hast du so viel Kohle, weißt du? Stell dir nicht so an und... Was soll ich sonst machen? Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ich nehme keine Drogen. Lassen wir das mal so stehen. Ja, na klar, jeder braucht ein Hobby, ne? Letztendlich. Das ist mein Hobby. Jetzt fährst du hier die ganze Zeit echt wie so die hinterletzte Kack. Können wir nicht mal ein bisschen, dass du mal ein bisschen, bisschen mal auf den Kessel drückst, dass wir mal ein bisschen Dampf haben? Wir suchen uns mal eine freie Stelle und dann gibst du mal richtig Alarm mit dem Ding, okay? Yep. So, also das ist ja nun wirklich, mal ehrlich, die ganzen Leute mit ihrem AMG, die können eigentlich einpacken. Sehe ich auch so. Das ist ja nun wirklich eine Bude, wo vor allem jeder Kerl sagt, Alter, abgefahrene geile Scheiße, hätte ich auch gern. Aber wo natürlich auch, das haben wir eben schon gesehen, als wir hier ein bisschen durch Hamburg cruisen, wo auch die Weiber kommen, ohne Ende. Kann sein, dass die Frage jetzt zu privat ist, ich stelle sie aber trotzdem, dann schneide ich sie raus. Du hast hier doch bestimmt schon die ein oder andere verräumt hinten, oder? 40 bis 50 wären schon gewesen sein. Was, Weiber? Ja, aber glaubst du nicht, was das für ein Scheiß ist, das aus dem Sitz mal wieder rauszubekommen. Ich musste schon 3 neue Sitzbänke einbauen. Digga, du hast 2 Kindersitze hinten, du hast da... Aber die sind natürlich da nicht drin. Du hast in der Bude hier 40 bis 50 Weiber verräumt. Okay. Du bist so ein Hund, ey. Leute, schreibt das mal in die Kommentare. Hättet ihr erst gedacht, 40 bis... Vor allem, du bist auch über 1,90. Ja. Da brauchst du aber eine ordentliche Technik, ne? Ja, natürlich. Alles nur Technik. Du weißt doch, ich bin technikbegeistert. Boah, zum Glück ist jetzt hier vorne noch nichts passiert, oder? Nein. Oder? Zum Glück, zum... Weiß ich nicht mehr. Ich will es gar nicht wissen. Zum Glück habe ich meine Jacke hinten reingeworfen. Ah, oh, ist das eklig. So, wir sind hier mal auf einer freien Teststrecke. Ich würde sagen, ich schwinge mich mal raus und du gibst mal richtig Kette hier mit der Bude, ja? So, Freunde, jetzt bin ich ja wirklich gespannt, ne? 3 Liter VR6, 550 PS, sagt der gute Mann. Ich bin mal gespannt, ob die Antriebswellen und die Achsen das überhaupt aushalten. Abgefahrene So, Jens, du gibst jetzt alles, ne? Du machst richtigen Pissmannstart. Das muss richtig scheppern in der Bude. Feuer frei! Boah! Alter Verwalter. Junge, 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 was geht ab? Ich habe den ganzen Schnee abbekommen, ey. Bruder, was für eine Bude, ey. Da kommt er wieder. Alter Verwalter. Der Typ ist doch krank. Mal ehrlich, schreibt's mal in die Kommentare. Hättet ihr gedacht, dass Jens so eine Karre fährt? Also ich habe das Ding bis jetzt von außen nur gesehen, aber das ist ja der absolute Wahnsinn, ey. Man brennt dir völlig der Helm, ey. Du bist doch krank, Mann. Ich habe ja echt schon einiges an Autos mitgemacht, ne, und miterlebt. Aber... Ey, boah, guck mal, die Bremsanlage an hier. Krass, ey. Da muss ich auch ein bisschen was nach helfen. Ist nicht mehr original, ne? Nein. Keramik, innen belüftet oder was? Natürlich. Ja, also echt, ne? Wie gesagt, ich habe schon einiges gemacht, aber das Ding kloppt komplett die Tür außer Angel. Also wirklich, so ein... Das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe richtig Bock, jetzt auch mal zu fahren, ne? Aber ich habe auch übelst Respekt. Wie ist das, wenn ich da jetzt so ein bisschen ans Gas gehe, sind wir gleich schon bei 140, oder was? Langsam fahren geht mit dem Auto nicht. Geht echt nicht, ne? Nee. So, ich versuche jetzt mal ganz vorsichtig. Ich fühle mich wieder wie so ein Fahrschüler, ne? Dass ich zum ersten Mal Auto fahren würde. Der Sound direkt, ne? Ja. Ohne Scheiß, VR6 ist das Geilste, ey. Aber sag mal, ist das jetzt bei dir so, ich meine, man kennt das ja jetzt gerade auch in Hamburg, die Leute, die wirklich eine fette Karre fahren, die fahren meistens auch wie die letzten. Ist es so, dass du permanent nur am Knallen bist mit der Bude oder machst du auch mal oder immer hart am Gas? Den kann man nicht langsam fahren. Boah, du hast direkt Wheelspin, ne? Ja. Oh, was eine kranke Scheiße, Alter.
Mann, warum sind die Dinger so teuer? Ich habe jetzt schon Bock, so ein Ding zu haben. Ja? Suchen wir dir auch mal einen schön. Gibst du aus oder was? Kriegen wir hin. Warum bezahle ich eigentlich die ganze Zeit das Essen, wenn du so viel Asche hast? Guck mal hier, auch so eine geile Schnecke wieder. Guck die? Natürlich guck die. Ja. Na, wir können gleich nochmal wechseln und fahre ich nochmal dran vorbei, ne? Die hast du doch bestimmt schon hinten mal bearbeitet, oder nicht? Die sehen alle mal gleich aus. Ist echt so, ne? Ey, diese. Oh, da kommt Polizei. Wirst du oft angehalten? Ja, die kennen mich aber alle schon per Vornamen. Es ist ja auch, ich glaube, aber ohne Scheiß, viele gehen auch hin und sagen, nicht, dass sie jetzt Angst kriegen, sie haben alles richtig gemacht, aber wir wollten einfach nur mal das Auto sehen, oder? Kommt auch vor, ja. Alles schon erlebt, ne? Fahren die weiter, die fahren weiter. Ja, aber die kenne ich schon. Das ist Hans und Bernd. Ja? Ja. Die fragen schon gar nicht mehr, die wissen, dass alles eingetragen ist. Ich muss echt sagen, ich sehe dich jetzt durch dieses Video oder durch diese Aktion, mehr gesagt, echt mit anderen Augen, ne? Ja. Ich hoffe nur im Positiven, ne? Ja, also ich fand dich ja schon immer cool. Und ich habe das Auto ja auch von außen gesehen, aber dass das so eine Bumsbude ist, das wusste ich echt nicht. Freunde, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was fahrt ihr für ein Auto? Kommt ihr an diese Kiste ran? Da kommt keiner ran. Nee. Aber egal, wir können ja trotzdem sagen. Das ist einfach einmalig hier. Okay. So. Schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr gedacht, dass Jens so eine Karre fährt? Wir hatten ja im Livestream schon mal geschnackt, da hat einer Nissan Micra gesagt. Ja. Was für im Vergleich dazu, ne? Die Ideen, die die hatten, das war einmalig. Also, das war klar, dass keiner drauf kommt. Smart, ne? Also. Schreibt mal in die Kommentare, wie hat euch das Video gefallen? Daumen hoch für dich jetzt. Danke, dass ich fahren durfte. Echt, bitte. Meinen größten Respekt. Das Problem ist, ich werde nie wieder so ein geiles Auto fahren, wie ich jetzt gerade gemacht habe. Verdammte Scheiße, ey. Also Leute, schönes Wochenende, schönen Tag. Haut drin.